Y'all get it twisted. This rap shit is mine. Mother, Exco, give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. Exco, deliver to ya. Knock, knock, open up the door to spread. But the non-stop, I pop, I'm staying still. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker one day if you get it. Damn right, when I do it again. Yeah, I am like, so I got Vielen Dank. Oh. Hey. Vielen lieben Dank. Ganz ehrlich, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Es ist so schön, in Berlin zu sein. Und das Erste, was ich mir jetzt gerade gefragt habe, ist, haben wir als Leute in Berlin wohnt, haben wir Hassstädte? Gibt es Städte, die wir hassen? Gibt es hier, ja, was? München. München. Wow, das ging echt schnell. Ja, ist es so? Sind hier alle mit München fein oder ist es so? Okay. Wow, alles klar. Sind Leute aus München anwesend? Okay, dann können wir ehrlich, dann... Nee, da können wir ja ganz offen sein. Warum hassen wir München nochmal? Nur, dass ich's... Abgehoben, arrogant. CSU. Ja. Wobei München ja jetzt SPD regiert ist, ne? Egal. Okay, das war eine Information, die war ja für alle neu. Nee, ich will uns da nicht in unserem Hass aufhalten, ne? Bah, sind die scheiße, ne? Ne, und hier, warum nochmal? Sonst nochmal? Arrogant sind sie, genau. Und was noch? Sauber. Das mögen wir auch nicht gerne in Berlin. Das ist ja das Arrogante an denen. Ja, die kommen von lauter Duschen zu nichts anderem mehr. Wenn es nach Pissen riecht, da weiß ich, da bin ich zu Hause. Mein Kreuzberg. Alles klar, dann hassen wir München. Ist in Ordnung. Das ist gut, da kann ich mit arbeiten. Dann machen wir das. Nee, wirklich, was soll ich machen? Also da bin ich absoluter Dienstleister. Wenn wir München hassen, hasse ich halt heute München. Morgen hasse ich eine andere Stadt, ist mir doch egal. Ja, ich will auch ein bisschen was von mir erzählen. Wie ist mein Leben gerade so? Ich bin jetzt 38 geworden. Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß, viele fragen sich, wow, er sieht aus wie 12, wie macht er das? Ja, und da können wir ruhig ehrlich miteinander sein. Ich sehe ja nicht jung geblieben aus, ich sehe so aus wie ein Kind, das zu schnell gealtert ist. Ne, ich weiß selber, ich finde mein Gesicht komisch, muss ganz ehrlich sagen. Ich finde, es passt nicht zu mir. Ne, ist viel zu positiv. So positiv bin ich gar nicht, viel zu freundlich. Ne, und mein Gesicht ist richtig unfair zu mir, mein Gesicht ist gemein zu mir. Wirklich, denn ich bin ja auch manchmal schlecht drauf. Sehe mein Gesicht im Spiegel. Mein Gesicht sagt mir im Spiegel, stell dich nicht so an. Ja, aber da muss ich jetzt wohl mit leben. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 38, ne? Und ich muss jetzt mal sagen, also ich habe immer gedacht, mit 38 ist man erwachsen. Und wenn das jetzt hier, dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, das Lebensgefühl, ne? Wenn das jetzt so bleibt, wenn das jetzt also schon Erwachsensein ist, dann muss ich sagen, Erwachsensein ist ja absolut lächerlich. Ich habe ja völlig zu Unrecht damals Erwachsene respektiert. Erwachsene sind ja einfach nur Kinder mit Geld. Ja, oder? Oder mit Schulden, je nachdem. Ne? Also ich kann jetzt einfach so ein Pony beispielsweise, kann ich kaufen. Ne? Muss ich nicht brav sein? Zu meinen Eltern? Dann muss ich mir nicht wünschen, muss ich keine Liste schreiben oder so. Nee, geh ich rein, im Ponygeschäft, kauf ein Pony. Gar kein Problem, ist auch egal, wie ich da reingehe. Dann kann ich richtig grummelig reingehen. Ich krieg das scheiß Pony auf jeden Fall. Ich kann richtig daneben sein. Kann sagen, Heil Hitler, ich hätte gern Pony. Spaß. Mag gar keine Ponys. Ich habe immer gedacht, man ist erwachsen mit 38. So, ich hab, oder wenn man so 20 ist. So, ist hier jemand 20 zufällig? So ungefähr, du bist 20? Ja. Wenn du hörst, jemand ist 38, was denkst du dann? Alt. Alt, ja.
Ja, absolut richtig. Alt. Ja, und es verletzt mich nur ein klein bisschen. Nein, mir ging es ja genauso. Als ich 20 war, habe ich gedacht, boah krass, jemand ist 38, jemand ist alt, natürlich. Das heißt, jemand ist alt und weise, so wie Dumbledore. Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, ich entwickle mich zurück. Ich bin jetzt zu Telegram gewechselt, wegen der Sticker. Weil die so süß sind. Mein Lieblingssticker ist ein Spiegelei mit einem Smiley. Und dann ist da noch ein Spiegelei mit einem Smiley. Und dann verlaufen die beiden Eigelbe zusammen zu einem Herzen. Das ist so süß, da könnte ich heulen. Mein 20-jähriges Ich würde mir ins Gesicht spucken. Und ich würde sagen, danke, macht mir gar nichts aus. Ich habe immer gedacht, man ist dann erwachsen. Auch weil mein Vater in meinem Alter war, als er mein Vater wurde. Und ja, so, das ist ja immer so, ne? Eltern sind ja meistens so die ersten Erwachsenen, die man kennenlernt als Kind. Wenn man Glück hat. Also Leute, wenn wir jetzt hier schon ausrasten an der Stelle, dann wird es später raus ganz schwierig für uns alle. Das ist ja so, man lernt seine Erwachsenen, man ist so 3, 4 und denkt sich, oh krass, meine Eltern sind aber erwachsen. Und da hat man aber sehr niedrige Maßstäbe ans Erwachsensein. Da denkt man sich ja, boah krass, der kann laufen ohne einzuscheißen. Da würde ich gerne mal hinkommen. Meine Eltern sind Karrieretypen. Kinder haben niedrige Maßstäbe an ihre Eltern. Da bin ich neulich erst drauf gestoßen worden. Da habe ich so ein Kind gesehen im Zug mit seiner Mutter. Und es hatte so die Mutter gefragt, Mama, wohin fährt der Zug als nächstes? Und die Mutter wusste es offenbar nicht. Und dann gesagt, in eine Stadt. Und es hat dem Kind gereicht. Das ist ja nicht richtig. So lernt die Mutter ja auch nichts. Es wäre so gut, wenn das Kind gesagt hätte, Mama, ist okay, wenn es nicht weiß, aber muss sich nicht verarschen. Das kann ich ja in der Schule auch nicht antworten. Wenn mich die Lehrerin fragt, Fabian, wie viel ist 3 mal 5, da kann ich ja nicht sagen, die Antwort ist eine Zahl. Wollen wir es nochmal probieren? Fände ich fantastisch, so ein Psychokind. So, jetzt habe ich mir also nochmal mit meinen 38-jährigen Augen, habe ich jetzt nochmal angeguckt, ist mein Vater eigentlich erwachsen? Nein. Er ist in Rente und er steigert Dinge im Internet. Was für Dinge, fragt ihr euch? Mein Vater nicht. Mein Vater ersteigert Dinge. Er ist über 70, wohnt in Berlin, hat sowas wie Rheuma. Was ersteigert er? Einen Klettergutschein in München. Habe ich günstig geschossen, sagt er dann. Ist auch so schön sauber da. Jetzt frage ich mich natürlich, wann werde ich endlich erwachsen? Wann werde ich so jemand mit dem Handy mit einer Klapphülle? Ja, oder? Die geht mir doch schon so ab 50 vom Staat zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier ist Ihre Klapphülle. Ich habe mich immer gefragt, warum hat man so eine Klapphülle? Aber ich glaube, man versucht so das Gefühl des Bücherlesens in die neue Zeit rüber zu retten. Dass man sagt, nee, ich schmöker hier einfach gerne. Oh, ein Spiegelei mit einem Zylinder. So, allein Anrufe entgegennehmen, das geht ja nie nicht peinlich. Wie so ein Butterfly für Oberstudienräte. Wann werde ich endlich erwachsen? Wann werde ich so jemand, der Autobahnnummern kennt? Wenn man so Erwachsene fragt, wie war die Fahrt, die haben richtig was zu erzählen. Ja, bin ich ja 40 runter, dann B9, weißt du selber. Nein? Wie fährst du denn Auto? Ich setze mich in mein Auto, sag mal Navi, fahr und dann mache ich ein Hörbuch an. Ich habe zu keinem Zeitpunkt der Fahrt Ahnung, wo ich bin. Aber ich weiß, wer der Mörder ist. Das Interessante ist, wenn man älter wird, lernt man sich besser kennen. Und ich muss sagen, das ist nicht immer gut. Macht nicht immer Spaß. Man mag sich manchmal dann weniger. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, dass mir Ehrlichkeit total wichtig ist. Habe ich mir in die Tasche gelogen. Mir war eigentlich immer nur wichtig, ehrlich zu anderen zu sein. Also gemein. Und dann zu sagen, bin nur ehrlich. Und jetzt war neulich mal jemand zu mir ehrlich.
Ja, und dann muss ich sagen, das brauche ich gar nicht so häufig. Es war nach so einer Veranstaltung, kam jemand auf mich zu und meinte, Herr Reiners, kann ich Sie mal auf Ihr Gesicht ansprechen? Ja, und ich habe gedacht, wow, das ist ein Scheißstart. Aber ich war so überrumpelt, also habe ich gesagt, ja. Ja, weil das ist so unästhetisch. Hatten Sie da mal eine Operation oder? Wirklich, und ich dachte jederzeit, der sagt jetzt sofort, okay, war nur ein Spaß. Kam nicht, stattdessen hat er gesagt, ich mein's nur ehrlich. Ja, und da habe ich gemerkt, das hilft mir gerade gar nicht. Ich mein's nur ehrlich zu sagen, in der Situation ist so, als wenn man jemanden auf die Fresse haut und dann sagt, sorry, ich bin nur stark. Ja, und es ist ehrlich. Und manchmal muss man ja auch lügen. Natürlich. Was macht ihr denn, wenn ihr so einen Bekannten habt, der versucht, die Schwelle der Freundschaft zu überspringen? Ne, so ein Stefan. Ne, der sagt, wollen wir Montagabend uns nicht mal auf ein Bier treffen? Ne, und man denkt sich, ah. Stefan! Wir sind so gute Bekannte. Lass uns das nicht kaputt machen. Ich weiß nichts über dich und ich liebe es. Ja, sagt man nicht, sondern man sagt, ah, Montag, schade. Leider schon was vor. Ja, das sagt man natürlich. Ja, und man weiß, man hat absolut nichts am Montag vor. Ja, und ich habe immer so schlecht gelogen, ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen beim Lügen, dass ich mir nachträglich noch extra viele Termine auf den Montag gelegt habe. Als hätte ich da nicht gelogen. Ich habe immer schlecht gelogen, deswegen dachte ich, dass mir Ehrlichkeit wichtig ist. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Schlecht lügen ist ja nicht ehrlich sein. Aber ich habe das immer so gedacht, ich kann das so von mir selbst so rechtfertigen. Ich habe das dann immer so gerechtfertigt wie so, ja, ich habe gelogen, aber ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. Als könnte man sowas vor Gericht verwerten. Also wenn man so angeklagt ist wegen Mordes, dass man dann sagt so, ja klar, ich bin umgebracht, aber super schlecht. Sie haben ja gesehen, wie ich da rumgestochert habe. Ich habe dabei noch gedacht, ich bin's nicht. Nee. Und ist ja auch unfair aus Opferperspektive, muss man auch mal sagen. Also, oder? Also stellen wir uns jetzt mal vor, ihr werdet umgebracht. Bleibt bei mir. Ja? Ihr werdet umgebracht und ihr könnt euch jetzt nur aussuchen, entweder werdet ihr umgebracht von einem Profi oder von jemandem, der es nicht so gerne macht. Natürlich nimmst du den Profi. Du willst niemanden haben, der sagt, oh, das tut mir jetzt aber leid. Ach, Herr Jemine. Oh, das ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, meins ist es gar nicht. Naja. Hab extra ein kleines Messer genommen. Ach, das muss wehtun, ne? Ich mag gar nicht hinsehen. Oh, mir geht's damit auch gar nicht gut. Mir tut's gerade mehr weh als Ihnen. Nee, ist eine Frage des Respekts, jemanden gut umzubringen. Ne, und es ist eine Frage des Respekts, jemanden gut anzulügen. Ich bin schon so schlecht angelogen worden, das war respektlos. Ja. Ich bin neulich mal umgezogen. So, da habe ich viele Freunde zu eingeladen. Ganz wenig Feedback. Ja. Dann bin ich umgezogen und irgendwann treffe ich einen, der hatte sich nicht zurückgemeldet. Der hat gar nicht geantwortet auf meine Nachricht. Da habe ich gesagt, sag mal, du hast dich ja gar nicht zurückgemeldet, ne? Auf meine Nachricht. Nee. Was ist das? Das ist nicht mal eine Lüge. Das ist respektlos. Ja, dann habe ich mir gedacht, eine Lüge werde ich ihm ja wohl wert sein. Also habe ich ihm eine neue Chance gegeben. Und er hat gesagt, nee doch, ich hatte ja geschrieben. Bei WhatsApp. Da gibt es ja da immer diese Häkchen. Nee, können wir kurz nachgucken, ist ja gar kein Problem. Nee, die Zeit haben wir. Ne, und hier 13.04 Uhr, ne, da hatte ich dir geschrieben, ja, und dann sind diese zwei Häkchen. Ne, und da hattest du gar nicht geschrieben. Und dann sagt er, nee. Und dann merke ich auf einmal, wie ich selber sage, ich höre mich selber sagen, ach so, nee, dann war das vielleicht auch einfach ein technischer Defekt. Weil es mir so blöd wird. Ich lüge für ihn, weil er es nicht gebacken kriegt. Das ist doch respektlos. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, das Schönste, was du jemandem machen kannst, ist doch jemandem Lüge schenken und dafür die Verantwortung übernehmen. Das nächste Mal, als Stefan mich gefragt hat, wollen wir Montag nicht ein Bier trinken, habe ich gesagt, nein, heute ist mein letzter Tag in Deutschland. Ich wandere aus.
Ich mach Flamingo-Safaris in Bolivien. Schade. Ich habe auch immer gedacht, dass mir Meinungsfreiheit total wichtig ist. Das ist so gerade als Comedian super wichtig. Oh, Meinungsfreiheit, ja, cool. Ich kämpfe für die. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so wichtig ist mir auch nicht. Wirklich nicht. Es ist mir schon wichtig, aber nicht so wichtig. Weil jetzt gibt es doch immer so Diskussionen, so was darf man heute noch sagen? Ne? So, oh, Cancel Culture, dies, das. Und dann gibt es doch immer so Meinungsfreiheit-Ultras, die dann sagen, die posten dann immer so ein Zitat. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen. Es lautet: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Ne? Wo man sich auch schon denkt, so, ah ja, okay, ging es nicht eine Nummer kleiner? Ne? Und dann steht da drunter: Voltaire. Ne, klingt natürlich erstmal wahnsinnig gut, ne? Also Voltaire, so der Philosoph der Aufklärung. Dann habe ich erstmal nachgeguckt, in welchem Zusammenhang hat er das eigentlich gesagt, ist nicht von Voltaire. Ne, das hat sich irgendwer ausgedacht, und dann gedacht, Voltaire darunter, das wird's nochmal machen. Ne, und natürlich hat es nicht Voltaire gesagt, weil der Satz Panne ist. Ne, ich meine, was heißt denn das? Gehen wir den mal durch. So, ich mag verdammt, was du sagst. Das heißt ja so, ich finde deine Meinung scheiße, ne? So im Klartext. Ich finde deine Meinung scheiße, aber ich würde mich dafür umbringen, dass du die Meinung, die ich scheiße finde, sagen darfst. Wer macht das denn? Ja, vor allen Dingen ist es ja so, stell dir mal vor, da wird morgen eine Meinung verboten, die du gut findest. Ja, hast dich vorher schon für die Meinung umbringen lassen, die du scheiße findest. Da ist ja gar keine Luft mehr nach oben. Und wenn ihr jetzt meine Meinung nicht richtig findet, sondern das Zitat gut findet, dann würdet ihr euch im Zweifelsfall für meine Meinung, dass ich das Zitat scheiße finde, umbringen lassen. Hier habe ich alle verloren. Okay, also jetzt habe ich... Ja. Nee, ist okay. Ist doch schön, wenn wir mal ehrlich miteinander sind. Nee, das ist wirklich so, da blicke ich wirklich in ganz viele leere Augen jetzt gerade. Ja, mich wirklich... Hast du das? Nee, ne? Das ist ja gar nicht... Ich bin seit Voltaire raus. Ganz schwierig gerade. Das mit der Klapphülle, das fand ich gut. Das war witzig. Vielleicht kommt ja noch mal sowas. Mit Voltaire irgendwie... Da merkt man, dass er bei Dreisat ist, ne? Das ist irgendwie... Das ist ganz schwierig jetzt. Naja, einfach mal ein Gesicht machen und lächeln. Vielleicht fällt es dann nicht auf. Ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen, auf jeden Fall. Ja. Ich mache ein lebensnahes Beispiel. Lebensnahes Beispiel, warum dieser Satz so kacke ist. So, also gehen wir jetzt mal, also nehmen wir jetzt mal jemanden, dessen Meinung ich jetzt nicht so super finde. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Dieter Nuhr. Ja, das ist... Ein paar Fans sind anwesend, also... Also wer den jetzt nicht kennt, ist auch so eine Art Komiker. Für Leute mit dem Handy mit einer Klapphülle. Also. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass alle mit Klapphülle Dieter Nuhr-Fans sind. Ich sag nur, in der Klapphülle, die man vom Start ab 50 zugeschickt bekommen, sind oft zwei Dieter Nuhr-Tickets mit dabei. So, und Dieter Nuhr sagt jetzt, Klimawandel, der wird hier in Deutschland so hysterisch diskutiert, der wird gar nicht so schlimm. Ja, also der hat da offenbar besser recherchiert als alle. So, und ich bin anderer Meinung. So, aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, der sollte jetzt seine Sendung soll jetzt abgeschafft werden oder soll einen Shitstorm bekommen. Das ist eigentlich privat sympathischer Kollege. Ich bin überhaupt nicht seiner Meinung. Aber ich denke mir so, ja, der soll das sagen. Ich will sagen, das ist Quatsch. Fertig, das ist Meinungsfreiheit. Aber jetzt stellen wir uns vor, da gibt es Leute, die finden das so scheiße, was er zum Klimawandel sagt, dass die den kidnappen und sagen, Dieter, ändere deine Meinung. Oder wir bringen dich um. Oder Till Reiners opfert sich. Ich weiß, ist ein sperriges Beispiel, aber ist halt auch ein sperriger Satz. Da wäre das Erste, was ich machen würde, den Dieter mal anzurufen. Und Dieter zu sagen, Dieter, ich habe mir jetzt alle Optionen mal durch den Kopf gehen lassen. Und am einfachsten für alle Beteiligten wäre ja jetzt, wenn du deine Meinung einfach änderst. Also da brichst du ja jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn du sagst, wird doch wärmer.
Nein, ich weiß, es sind immer ein paar Dieter Nuhr-Fans im Publikum, ne? Deswegen, bevor ihr da jetzt nach der Veranstaltung wütend los twittert, ne? Oder ein wütendes Fax schreibt. Ich würde mich da in so einem Fall natürlich für den Kollegen einsetzen. Na klar. Ne, eine Online-Petition, die würde ich ja unterzeichnen. Ne, also vielleicht kann man so sagen, ich mag verdammen, was du sagst, aber wenn du gekidnappt wirst, würde ich eine Online-Petition für dich unterzeichnen. Voltaire. So wie ein Schuh draus. Ich glaube, so richtig erwachsen ist man erst, wenn man so Feiertage kann. Also ich kann ihn nicht so gut. Also ich meine, ich könnte alle ihre Feiertage, ne? Aber ich trete meistens auf, arbeite meistens, wenn andere Leute frei haben. Ist völlig in Ordnung, das will ich mich da gar nicht drüber beklagen. Aber deswegen habe ich jetzt nicht so einen richtig guten Wochenrhythmus und weiß dann eben auch nicht, wann Feiertage sind. Also Feiertag heißt für mich meistens nur, oh, der Supermarkt hat überraschend zu. Ne? Und ist ja dann immer wegen Jesus. Mein Gott. Entschuldigung, falls hier Fans anwesend sind. Ne, ich sehe das total ein, dass man sagt, komm, Geburtstag, Todestag feiern wir. Aber doch nicht allen Scheiß. Denke ich, Jesus hat vor 2000 Jahren mal im Würfelspiel gewonnen. Zack, Feiertag. So, und das feiern wir dann jedes Mal, das ist doch zu viel. Das ist ja wirklich, also es gibt ja Feiertage, da muss ich sagen, nee. Also zum Beispiel, ich habe mich jetzt mal richtig informiert. Palmsonntag gibt's. Gibt's Palmsonntag. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon Sonntag. Da müsste man nichts mehr dran machen. Da denken sich, nee, machen wir nochmal eine Palme dran, auf jeden Fall. Weiß jemand, was Palmsonntag ist? Weiß es jemand? Ja, Palmsonntag, was ist das? Ja, da ist Jesus auf Palmen in irgendeine Stadt reingekommen. Ja, mal einen riesen Applaus, bitte. Genau. Das ist der Einzug von Jesus nach Jerusalem, genau, und nämlich auf Palmzweigen, genau. Wie so ein roter Teppich, nur aus Palmen, genau. So, was haben wir gelernt? Da muss man drüber nachdenken, weil sonst, das geht so gut. Einzug von Jesus nach Jerusalem, was heißt das eigentlich? Ne, das heißt, da ist jemand eingezogen. So, das feiern wir. Und das ist damals ja offenbar schon gebührend abgefeiert worden. Das feiern wir seit 2000 Jahren. Das würde ich ja privat nicht mal machen. Ne, da würde ich ja nicht sagen, Donnerstag, nee, da kann ich leider nicht. Nee, da bin ich vor 3 Jahren mal umgezogen. Nee, da habe ich immer so ein persönliches Ritual, da mache ich mir immer so Akazienzweige aufs Klo. War, ist zu viel. Ich glaube auch, es gibt zu viele Feiertage mit Jesusbezug. Ich glaube, Jesus selber würde sagen, Leute, mach mal ruhig. Mach mal weniger, oder? Jesus war ja ein bescheidener Typ. Ne, das muss man schon sagen, oder? Jesus war ein super bescheidener Typ. Ne, Jesus hat ja gesagt, ich bin der Heiland. So. Ja, und das ist jetzt nicht per se bescheiden. Ja, aber ich sag mal so, wenn du der Heiland bist, dann muss es auch sagen. Das ist die erste Regel als Heiland. Ne, du kannst ja nicht, also, oder? Also, wenn du Heiland bist, dann kannst du, das ist der falsche Zeitpunkt für Understatement. Ja, da kannst du ja nicht sagen, ich bin der Heiland, aber ich sag mal nichts. Die werden sich wundern. Ja, so machst du keine Weltreligion. Ja, der muss schon mal sagen, ja. So, als Jesus sagt, komm, hat gesagt, ja, ich bin der Heiland. Ja, mach kein großes Ding draus, aber ja, ich bin der Heiland. So, ne? Und dann muss natürlich was kommen. Muss ein Trick kommen. Ja, klar, ne? Sonst denken sich die anderen auch, ich bin auch der Heiland, mein Freund. Ja, die standen um den rum und haben gesagt, zeigen, zeigen, zeigen. Dann ist er übers Wasser gelaufen. Ne? Und dann haben sie alle, ja, da bist du wirklich da. Ja, wusste ich direkt, hab ich direkt gedacht. Ja. So, und jetzt kommt das Bescheidene. Der ist einmal übers Wasser gelaufen. Der ist nicht ständig übers Wasser gelaufen. Der ist genau einmal. Der hat gesagt, hier, übrigens, können wir über Wasser laufen, ne? Kann ich. Und danach hat er das nie wieder gemacht. Den konntest du einladen zu einer Kanutour. Der ist gepaddelt. Wow, was für eine Größe, oder? Und Jesus, macht Spaß? Ja, danke. So, und der denkt die ganze Zeit dabei, ich könnte laufen. Ja, also ich glaube jetzt nicht an Gott. Ich hoffe, das schockiert hier jetzt nicht alle zu sehr.
Ja, wobei das jetzt eine komische Formulierung ist, weil, also eigentlich meine ich ja, ich glaube nicht, dass Gott gibt. Ne? Man sagt immer, ich glaube nicht an Gott, um jetzt gläubige Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen, glaube ich. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, muss man schon sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ne? Weil es wäre ja super komisch, wenn ich glaube, dass es Gott gibt und ich sage dann so, ja, aber ich persönlich glaube nicht dran. Das wäre ja maximal Psycho. Ne, dass du sagst, ja, also ganz ehrlich, das ist nicht mein Gott. Also Hashtag not my God. Ich finde ihn überschätzt, ehrlich gesagt. Oder wie er dann immer sagt, oh, ich habe die Welt in 7 Tagen erschaffen. Ja, okay, ist halt auch der Schöpfer. Ja, wäre ich der Schöpfer, hätte ich die Welt vielleicht in 3 Tagen erschaffen. Hätten wir jetzt alle früher Wochenende. Das ist ja richtig merkwürdig. Also ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Gott jetzt total wichtig ist. Also wenn es Gott gibt, ne, dann glaube ich nicht, dass ihm jetzt super wichtig ist, dass ich an ihn glaube. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Weil das Konzept ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, okay, das ist das mächtigste Wesen des Universums. Ja, der hat alles erschaffen. So, ja, und so, der denkt ja nicht, boah krass, hoffentlich glaubt Till Reiners an mich. Oh, sonst kriege ich echt eine Glaubenskrise. Kann ich mir nicht vorstellen, das ist ihm, glaube ich, super egal. Ne, ich habe mir überlegt, so, was bräuchte Gott? Ne? Also wenn das jetzt wirklich so ein Wesen ist und so. Ich glaube, Gott langweilt sich sehr. Weil der lebt ja unendlich. Ne? So, der hat ja alles schon gesehen. Und ich glaube, am meisten ist Gott gelangweilt von Leuten, die sehr gläubig sind. Auf jeden Fall, natürlich. Der sitzt danach, guckt da runter und denkt sich, was machen die jetzt wieder? Oh, jetzt beten die wieder, Mann. Oh mein Gott, was? Ja, genau, ja, bin der Größte, ja. Danke. Ich kann mir richtig vorstellen, dass Gott nochmal wiederkommt, einfach nur, um das richtig zu stellen. Ich kann mir richtig vorstellen, er kommt nochmal auf die Erde wieder und sagt, ja, vielen Dank, Dankeschön, danke, ja, ich bin wieder zurück, vielen Dank, Dankeschön, hört auf zu singen, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, also, das mit dem Beten wollte ich jetzt gar nicht mal sagen, super. Nein, total nett gemeint erstmal. Klasse. Müsst ihr aber nicht machen. Nee, brauche ich jetzt nicht immer. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt auch nicht immer nach euch. Ne, ich habe noch andere Universen am Laufen. Ne, ich habe ein Universum gemacht, da ist ein Planet mit so einem Vulkan drauf und der spuckt nur schwule Bonobos aus. Das ist schon ein bisschen geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, weil Bonobos lösen ihre Konflikte ja durch Sex. Und ich sag mal so, die finden immer einen Konflikt. Das ist schon ganz schön. Dann Atheisten anwesend. Puh! Kleiner Spaß. Wir sehen uns in der Hölle. So, dann noch eine Sache, jetzt ganz privat, für mich nur. Nennt mich eitel, aber hört bitte auf, in meinem Namen Kinder zu ficken, ja? Dankeschön! Nee, das muss man auch mal aushalten. Ich finde immer, man kann schon immer mal Witze machen über Religion, wenn man jetzt nicht so komplett unter der Gürtellinie ist. War ich ja nicht. Ja, wenn die Kirche unter der Gürtellinie ist, bin ich es ja nicht. Also nein. Aber so, das finde ich okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei allen Religionen finde ich es okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre ja dann auch, umgekehrt wäre ich genauso in der Lage, auch über Ungläubige zu lachen. Ne? Weil, also das muss man ja auch sagen. Man muss dann immer auch sagen, okay, wenn jetzt gläubige Menschen Witze machen über Ungläubige, also wenn es jetzt so einen Comedian gäbe, ja, der super gläubig ist und Witze macht über Ungläubige, dann würde ich sagen, weißt du was, lache ich mit. Völlig okay. Ne? Und jetzt ist das einzige Problem, gibt's gar nicht. Fände ich aber mega geil, tatsächlich, oder? So ein super gläubiger Typ, der so ein super gläubiger Comedian, der so auf die Bühne kommt und sagt, also okay, ihr glaubt alle nicht an Gott? Okay. Nee, klar, das ist normal. Wieso glaubt ihr nicht an Gott? Ah, weil man ihn nicht sehen kann. Okay, alles klar, okay. Woraus besteht die Welt nochmal? Aus Atomen, okay. Kann ich die mal sehen? Nee, ich frage nur nach. Und die Welt hat ja dann auch nicht Gott erschaffen, ne? Nee, das wäre verrückt, genau. Sondern, was hat der? Der Urknall. Ah, ja. Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie eine Explosion. Also, da hat eine Explosion etwas erschaffen. Hast du schon mal Alarm für Cobra 11 gesehen? Ganz ehrlich, ich fänd's geil. Ich würde es mir gerne angucken, ganz ehrlich.
Ja, ansonsten, wenn ihr euch fragt, wie geht's mir so, ich bin jetzt, also ich bin natürlich noch nicht so, also klar, ich bin auch bescheiden, ne, aber es ist noch nicht Jesus. Also da komme ich jetzt noch nicht ran, ne? Aber ich würde sagen, ich bin jetzt so halb bekannt. Ne, also das heißt, manchmal erkennen mich Leute, wissen aber nicht warum. Ne, also das war neulich so bei einer Arbeitskollegin von meiner Freundin. Ne, die hat mich gesehen und dann gesagt, woher kenne ich dich? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, das war's. Und da muss ich sagen, das hatte ich mir besser vorgestellt. Und es war ein ganz unangenehmer Moment, weil wir mehrere Stunden zusammen waren und sie ab und zu mir geguckt hat und immer so wieder so prüfend in mein Gesicht, ob sie doch noch erkennt, woher sie mich kennt. Es war sehr unangenehm. Und dann hat meine Freundin danach gesagt, Till, das war sehr unangenehm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir aufgefallen. Das habe ich gemerkt. Und dann hat sie gesagt, naja, aber wenn du jetzt vorhast, das noch länger zu machen, beruflich, ne, das mit den Witzen. Sie ist großer Fan meiner Arbeit. Dann wäre es schon schön, wenn du dir mehr einfallen lässt als woher du mich kennst? Keine Ahnung. Das ist ja komisch. Ich kenne dich gar nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hör auf, mich nachzumachen. Es verletzt mich. Ja, und was soll ich denn sagen? Und dann hat sie gesagt, naja, dann sag doch einfach, ich bin Comedian. Manchmal bin ich im Fernsehen, vielleicht kennst du mich daher. Dann habe ich gedacht, oh. Boah, das will man aber auch nicht sagen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist unangenehm, aber es ist eben auch eine unangenehme Situation. Ja, das musst du machen, dann ist es einmal kurz unangenehm, aber es beendet die Situation. Dann habe ich gesagt, okay, das macht Sinn. Okay, machen wir so. Und dann ist das jetzt mein Satz. Ja, und es gab eine neue Gelegenheit, diesen Satz auszuprobieren. Und zwar hier in Berlin, an der Hasenheide, Freiluftkino. Bekannt, so, genau. Klasse, Berlin einfach. Ja, so, und so, und dann bin ich, so, und es kam, da kam eine Frau auf mich zu, und zwar so. Hey! Woher kennen wir uns denn? Ich bin Comedian, manchmal im Fernsehen, vielleicht daher. Ich bin Saskia, wir sind 10 Jahre zur Schule gegangen. Unangenehm. Ah. Noch unangenehmer ist es nur, wenn einen Leute erkennen, aber mit Leuten unterwegs sind, die einen gar nicht erkennen. Klingt harmlos, ist es aber nicht, wie nachfolgende Geschichte beweisen wird. Habe ich mich da gerade selber anmoderiert? Ja, absolut. Ja. So kam jemand auf mich zu und meinte, ey, bist du nicht Till Reiners? Und ich habe gesagt, erwischt. Hier ist wohl einer. Schuldig im Sinne der Anklage. Also ich habe so spackig gesagt, er hatte schon keinen Bock mehr drauf eigentlich. War dann aber noch ganz nett, wir haben zusammen ein Foto gemacht. Und ich habe schon so im Blickwinkel, habe ich schon gesehen, der ist so mit 7, 8 Jungs unterwegs. So, und ich habe die nur aus den Augenwinkeln gesehen, aber das hat schon gereicht, um zu erkennen, die fragen sich gerade, wer ist der Typ? Ist das sein Onkel oder? Und dann stellte sich heraus, dass der Typ, der mit mir das Foto machte, meine Popularität krass falsch eingeschätzt hat. Und zwar zu hoch. Ne? Falls ihr euch fragt, in welche Richtung ging's da wohl? Zu hoch. Das merkte ich an dem Satz, ey Leute, das ist Till Reiners. Ich wusste jetzt also, ich nehme an einem Unfall teil, für den ich nichts kann, aber der mir am meisten wehtun wird. Ich sitze auf dem Beifahrersitz eines LKWs, der gegen die Wand fährt. Und dann war ich doch überrascht, wie schnell wir gegen die Wand gefahren sind, weil wir kurz vorm Aufprallen nochmal beschleunigten. Durch den Satz von ihm, er sagte nämlich, wollt ihr auch ein Foto? So, wie geil auch von ihm, er hat mich ausgegeben. Ja, und es kam, was kommen musste. Er hat gesagt, wer ist der Typ?
Ja, und der Typ, der mit mir das Foto machte, hat dann erklärt, wer ich bin, während ich daneben stand. Und ich habe gedacht, das ist so unangenehm. Das einzig Gute an diesem Moment ist, es ist so unangenehm, jeder Moment danach wird wieder besser werden. Es kann ja jetzt nicht noch schlimmer werden. Mm-mm. Denn er erklärte mich so. Ja, das ist so ein lustiger Typ, der macht so Geschichten mit so einem lustigen Känguru. Falls heute Leute gekommen sind für die lustigen Känguru-Geschichten, ne, falls ihr euch gerade fragt, oh Mensch, also das ist immer ein langes Vorprogramm. Ja? Wann kommt denn endlich das lustige Känguru? Das bin ich nicht. Das ist Marc-Uwe Kling. Der ist tatsächlich berühmt. Ja, so, und jetzt muss ich das ja irgendwie klarstellen. Ja, also so, und dann also habe ich gesagt, also muss ich irgendwie sagen, ich muss mich erklären. Ja, und jetzt war es aber so, ich war super nervös. Also habe ich denkbar schlecht erklärt, wer ich bin. Ich habe einfach gesagt, nee, ich bin Comedian ohne Känguru. Als wäre das schon ausreichend. Ja, also als würde man dann sich denken, ah nee, ach, der eine. Ja, das habe ich schon gehört, ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ganz ohne sprechendes Tier, ne? Ja, weiß ich gar nicht, wo da die Komik herkommt. Und dann holten die so ihre Handys raus und haben mich gefragt, was machen die denn gerade? Und dann habe ich festgestellt, ah krass, die gucken mich gerade nach. Die gucken gerade, ob ich lustig genug bin, mit ihnen ein Foto zu machen. Ja, und da habe ich natürlich erwachsen reagiert. Da kennt ihr mich mittlerweile. Da habe ich mir gedacht, das Foto hole ich mir. Ich habe mich dazugestellt und Tipps gegeben zu den Videos, die sich angeguckt haben. Weil ich hatte da meine Würde schon verloren, jetzt war alles egal. Und ich meine ganz ehrlich, ich kenne die Videos ja. Na, wenn die einer kennt, dann ich. Na, also habe ich Tipps gegeben und gesagt, nee, mach mal, nee. Ja, mach mal das, ja genau. Ja, bei den anderen, da war so ohne Publikum, war Corona. Aber das ist gut, ja, das ist gut. Oder? Finde ich nicht so witzig. Ich finde dich nicht so witzig! Ja, das ist, weil du noch kein Humorzentrum entwickelt hast, weil du 18 bist. Ja, weil du hier immer nur TikTok-Humor. Ja, hier, Witz da, Witz hier. Hä? Bis 19, oh. Monsieur ist 19, ganz groß. Könnte immer noch dein Vater sein. Ja, ist möglich. Ja, ich bin 38, ein Rechner, ist möglich. Wenn ich vor 19 Jahren mit deiner Mutter, also, darum geht's gar nicht. War, nee, jetzt nur rein rechnerisch. Rein rechnerisch wäre, ja, ich bin 38. Ja, ich weiß, sie aus wie 12, ja. Und es verletzt mich gar nicht. Ja, ich bin wirklich 38. Ja, das ist kein Alter, das man erfindet. Hm? Ja, guck nach, 3.3.85. Ja. Ey, gib den wieder her! Gib den wieder her! Das ist nicht witzig! Da guck mal, da muss ich gar nicht lachen! Freundchen! Ja. Ist der wohl weg? Nee, macht mir aber gar nichts, muss ganz ehrlich sagen. Macht mir gar nichts. Also ich verliere ganz oft Sachen. Nur das stecke ich sofort weg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird der sich ärgern. Wenn der hört, wie ich mich nicht geärgert habe, dann ärgert der sich aber. Er hat aber die Rechnung ohnehin wird gemacht. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin absoluter Verlierexperte. Ich bin absoluter Verlierprofi. Ja, also ich habe allein letztes Jahr habe ich 3 Uhren verloren und 4 Kopfhörer und war ein gutes Jahr für mich. Wirklich, vorletztes Jahr habe ich 2 Laptops verloren. Ja, genau. Und dann höre ich schon wieder, oh ja, da weiß ich sofort, oh, da sind Verlieranfänger im Publikum. Das sind so Leute, die ganz selten Sachen verlieren, die verstehen das dann immer nicht, ne? Oh, wie kann man denn einen Laptop verlieren? Die denken, da gibt's doch ein Limit. Die denken, da geht man so raus und denkt sich so, heute verliere ich mal was, aber muss im Rahmen bleiben. Nee, das ist ja das Tolle beim Verlieren, da gibt's kein Limit.
Ne? The sky is the limit. Du kannst alles verlieren. Das ist das Schöne am Verlieren. Dafür macht man's ja. Ne? So Leute, die Verlieranfänger sind, fragen auch immer, wo hast du es denn verloren? Ihr versteht das Konzept von Verlieren nicht. Wenn mich die Muse küsst, dann wird verloren. Darüber überrasche ich mich gerne selber. Ich kann nicht mal sagen, wann genau ich mir selber eingestehe, dass ich etwas verloren habe. Es ist eher so, dass hier mein Aufmerksamkeitsfokus ist und dann fliegt die Erkenntnis dran vorbei. Nur hast die Uhr verloren. Zwei Wochen später. Nur hast die Uhr verloren. Sag mal, irgendwas ist doch. Und es dauert so 6 bis 8 Wochen, bis ich denke, die Uhr, die da mal an meinem Handgelenk war, ist sie da wohl schon länger nicht mehr? Kann man wohl davon sprechen, dass sie verloren wurde? Da gucke ich hier noch mal einmal in der Schublade nach. Da ist sie nicht. Ja, da muss ich mir da schon mal keine Sorgen mehr machen. Da ist die wohl verloren. Da machen wir da einen Haken hinter. Ich habe mich immer gefragt, was will das Schicksal mir sagen, dass ich so oft Dinge verliere? Und ich glaube, das Schicksal will mir sagen, Till, es ist wichtig, Dinge zu akzeptieren. Ja, und ich muss sagen, ich kann es super akzeptieren mittlerweile. Wirklich, es ist so, ich verliere Sachen sofort akzeptiert. Ne, und es tut total gut, das hier mal mitzuteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin ich richtig froh. Ne, freue ich mich wirklich, dass ihr das auch honorieren könnt einfach. Ja, fände ich schön, wenn es hier an der Stelle mal einen kleinen Applaus gäbe. Ist wirklich so, Dankeschön. Danke. Ja. Ganz super, das ist wirklich toll, weil also das ist wirklich die Fähigkeit, die ich am meisten habe und ich kriege da super wenig Applaus für, ganz ehrlich. Ne, weil oft, wenn man so Sachen verliert, so privat, sag ich mal, ne, da ist ja selten jemand dabei, der dann sagt, boah, krass, wie du es gerade verloren hast. Abgefahren. Denn wenn man verliert, verliert man oft allein. Voltaire. Ja. Viele Freunde von mir sind dann so, sind Verlieranfänger und ich verstehe das dann immer nicht. Die sagen immer, oh Till, wie kannst du so viel verlieren? Und ich verheimliche dir mittlerweile, wie viele Sachen ich verliere. Weil die machen sich über mich lustig, oh, du kriegst ja gar nichts mehr auf die Kette, ja, du kriegst mal dein Leben im Griff, so sind die drauf. Und deswegen ist das Schönste, was ich überhaupt in meinem Leben erlebt habe, als mein Freund von mir, der so Verlieranfänger ist, ja, also wirklich sich immer über mich lustig gemacht hat, auch mal was verloren hat. Und ich war dabei. Oh mein Gott, hat es gut getan. Wirklich, also wirklich das jahrzehntelanges Training nur für diesen einen Moment. Da hat Roman hat sein Portemonnaie verloren. Zum ersten Mal. Süß! Ich habe schon 12 Mal mein Portemonnaie verloren. Ich spüre nichts mehr. Ich bin froh, wenn ich mal eins hab. Aber Roman war es das erste Mal. Der war noch ganz aufgeregt. Der war richtig aufgeregt. Der hat gedacht, oh, ne, der so, oder? Der geht dann noch die Wege ab. Der macht noch Fotos, der hängt die an so Säulen, macht da so Kopien dran. Natürlich, der telefoniert mit Fundbüros. Ach, süß. Der ruft sogar an beim Fundbüro der Deutschen Bahn. Weiß er ja nicht, dass man es da nie bekommt. Kennt er ja alles nicht. Und ich stehe daneben und bin cool as fuck. Und ich sage, wo hast du es denn verloren? Ärgerst dich jetzt, ne? Bist aufgeregt, ne? Du denkst, kannst noch schaffen, ne? Kannst den Fehler auswetzen, ne? Wenn du jetzt ganz viel Energie reinsteckst, den Fehler auszuwetzen, ne? Wenn du jetzt alles nochmal abgehst, wenn du genug telefonierst, ne? Dann taucht's wieder auf, ne? Lass los. So ein gutes Gefühl. So, und jetzt muss ich nur sagen, ich kann gut akzeptieren, aber ich bin manchmal zu gut im Akzeptieren, muss ich wirklich sagen. Also ich bin manchmal wirklich zu gut. Das habe ich neulich gemerkt, stand ich vor meiner Wohnungstür, kam nicht rein, sofort akzeptiert, Schlüsseldienst gerufen. Ja, das ist bei mir der Jörg. Der ist auf der 1.
Der kam und stellte die Frage, die Schlüsseldienste immer fragen. Könnte ich immer wissen, gibt es hier Leute, die schon mal einen Schlüsseldienst gerufen haben? Ja, du hast schon mal einen Schlüsseldienst gerufen, okay. Und kannst du dich noch daran erinnern, was der Schlüsseldienst Mann wahrscheinlich, was ein Mann, ja, zuerst gesagt hat? So, was ist so eine der ersten Fragen, so eine klassische Schlüsseldienstfrage? Haben Sie Bargeld? Haben Sie Bargeld? Wow. Das ist ja fantastisch. Okay, nee, ich meine eine eher technische Frage. Das war gar nicht, das war einfach nur Bargeld. Hattest du Bargeld dabei? Ja. Okay. Ja, meistens fragen, ihr wisst, was ich meine, oder? Meistens fragen die doch so eine technische Frage. Wohnst du hier? Genau. Wohnst du hier? Das ist Berlin. Das ist nicht, will ich nur mit zwei Sätzen Berlin beschreiben. Sag mal, hast du Bargeld? Und wohnst du hier? Weil wenn nicht, lass halbe-halbe machen. Na klar. Nein, ich meine natürlich die klassische Frage, hast du abgeschlossen oder zugezogen? Natürlich. So, wie war es bei dir? Ja, hat er auch gefragt. Ja, hat er auch gefragt, okay. Du hast zugezogen, sehr gut. Zugezogen, sehr gut. Ja, also das ist der einzige Fall, wo zugezogen sehr gut ist. Sonst in Berlin immer schlecht, wenn man zugezogen ist. Aber sonst... Das ist ja sehr gut. So, und das ging schnell dann, oder? Es ging schnell mit der Karte. Und wie teuer war es? 200. Ja, Elat, das ist okay. Also ich habe ja alles durchprobiert, ist eher oberes Preissegment, aber absolut wirklich das teuerste, was ich gehört habe für eine zugezogene Tür, waren 350 Euro. Ja, habe ich in Essen erfragt, Essen wirklich so, und das war auf jeden Fall ein Betrüger. Also das war auch eine junge Frau, die meinte dann so, 350, ich habe jetzt aber nur 200 dabei. Und er hat gesagt, ist auch okay. Kein gutes Zeichen. Ja, und du hast bestätigt, es geht super schnell, ne? Das war, genau, also auch bei meinem ersten Schlüsseldienst war nicht der Jörg, war 150 Euro, auch nicht so super günstig. Und da geht man ja so mit so einer, wenn zugezogen ist, geht der Schlüsseldienstmann mit so einer Karte so zwischen Tür und Türrahmen, macht so, zack, ist die Tür auf. War es bei dir auch so? Ja, es geht super schnell. So, und dann ist man ja so absurd enttäuscht fast. Ne? Also man ist irgendwie froh, dass es auf ist, aber man denkt sich auch die ganze Zeit so, ja okay, dafür habe ich jetzt 150 Euro ausgegeben. Also ich meine, ne, und das ging so schnell, dass ich gedacht habe, das hätte ich auch selber machen können. Ne? Also dafür gebe ich jetzt keine 150 Euro aus. Und dann habe ich festgestellt, das habe ich gar nicht gedacht. Das habe ich gesagt. Und ich sag mal so, der Schlüsseldienstmann, der hatte einen ganz großen Koffer dabei, aber Humor. Passt du da wohl gar nicht mehr rein. Der hat mich wirklich hasserfüllt angeguckt und gesagt, ah, echt? Ja? Dann probier's doch selber. Und dann hat die Tür wieder zugemacht. Absolut angemessene Reaktion, ehrlich gesagt. So, und ich habe aber gedacht, ja gut, aber ich habe ja jetzt die Karte von ihm. Das scheint so eine magische Karte zu sein. Das scheint sehr einfach zu sein. Und ich habe da rumgemacht, wirklich so 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Ich habe da eine Viertelstunde gestanden. Und der Junge sagt, ja, ist schon ein richtiger Beruf, den Sie da haben, ne? Dann könnten Sie noch mal, Dankeschön. Ja. So, jetzt kam aber Jörg. Ja, und Jörg kam und fragte jetzt also, abgeschlossen oder zugezogen. Und ich wusste es nicht. Ne, also das ist ja, das hat man als Verlierprofi immer im Paket mit drin, dass man sowas nicht weiß. Ich war froh, dass ich wusste, ich stehe vor der richtigen Tür. Tatsächlich. So. Also habe ich gesagt, zugezogen. Klar, weil ich weiß, ist billiger, geht schneller. Ja, ich bin verpeilt, aber nicht bescheuert, Leute. Ja. Jörg geht zur Tür, macht da rum, so 2 Minuten, 3 Minuten, sagt zu mir, Till, das müsste eigentlich schneller gehen. Und ich sage, Jörg, wem sagst du es? Was ist los? Hast du einen schlechten Tag, oder? Und dann sagt er, naja, vielleicht hast du auch abgeschlossen. Kann das sein? Und ich sage, Jörg,
möglich ist alles. Und dann meint er zu mir, naja, aber wenn du abgeschlossen hast, dann hast du beim Rausgehen den Schlüssel ja noch gehabt. Und wie ich, mein erster Gedanke war, ich würde gerne einmal so geradlinig denken können, wie Jörg. Und dann habe ich gedacht, hier in der Tasche habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, hier ist er. €69, fairer Preis. Ich muss sagen, ich hätte gerne so eine Überwachungskamera vor meiner Haustür, die die ganze Szenerie gefilmt hat, auf Stumm. Nur um so einen Wachdienstmitarbeiter in den Wahnsinn zu treiben. Weil der sieht ja dann, da steht jemand vor seiner Haustür, macht nichts. Ruft den Schlüsseldienst. Der Schlüsseldienst kommt, macht sich so ein bisschen an der Tür zu schaffen. Auf einmal unterhalten die sich, der andere holt seinen Schlüssel raus, gibt den anderen 69 € und geht in seine Wohnung. Da denkst du dir als Wachdienst doch auch, ich höre auf zu kiffen. Ja, also das jetzt nur als Erklärung, warum ich jetzt also so cool reagiert habe, als mir mein Perso geklaut wurde. Wir sind immer noch in der Szene. Und zwar so am helllichten Tag am Kotti, also hier in Berlin, muss ich jetzt dazu sagen, für die Leute da draußen. Nicht die beste Ecke und Kotti, wie gesagt, und war dann doch ein bisschen deprimiert und hab mir gedacht, oh, jetzt rufe ich Robert an, Robert ist mein Manager. Den rufe ich immer an, wenn es mir schlecht geht, wird dafür bezahlt. Nee, dauert immer ein bisschen. Ne, der hat jetzt so 2 Kinder bekommen, ne, und seitdem dauert's. Liebe ich Kinder? Sind unsere Zukunft? Finde ich toll. Super, bin ich Fan, ne? Also meiner Karriere hilft es jetzt nicht, aber Robert, grüß dich, hallo. Er hat gerade von dir geredet. Ja, nur Gutes, na klar. Sag mal, ich habe jetzt hier mein Perso verloren bekommen. Und nur, da wollte ich mal fragen, kannst du da nochmal tätig werden? Du hattest da so eine Nummer. Ja, Robert, ich zähl's nicht. Ja, dann ist es eben das 5. Mal. Du bringst mir jetzt auch nicht wieder, ne? Merkst du selber, Süße. Ja, kannst du noch mal machen. Dankeschön. Ja. Hm? Programm schreiben? Ja, läuft gut. Ja, also gibt gute Tage und gibt Tage. Ja. Nee, ich wollte so auf jeden Fall da eine Pause machen, ganz früh. Ne? Und also die Pause steht schon. Nee, sonst wollte ich so ein bisschen so auf der Metaebene arbeiten. Hm? Metaebene. Wie verstehen das auch Leute in Berlin? Natürlich. Ja, gerade in Berlin. Was? Das ist die intellektuelle Elite Deutschlands, natürlich. Gerade Berlin, natürlich, unfassbar kluge Leute. Ja, sicher, das ist nicht München. Na, München musst du gar nicht kommen mit der Metaebene. Nee. Nein, das ist... Robert, ich war doch da, ich hab's doch gesehen! Hier, Vereinsheim, Lustspielhaus, immer das Gleiche. Diese aufgedunsenen Inzestgesichter. Hm? Nein, würde ich öffentlich nicht sagen. Nein. Ja, das ist klar. Nein, das ist privat. Ja. Ja. Hm? Titel? Nee, habe ich noch nicht. Ja, überlege ich mir. Ja, ja, ich weiß es halt. Ja, okay, mache ich jetzt. Ja, gut. Robert, ich muss jetzt. Ja. Grüße zurück. Ja. Alles klar. Ja, mache ich. Ja. 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 Grüße zurück. Ja. Ja. Robert. Ja, ja, mach's gut. Oh. Oh, also Gespräche mit Robert sind wie so ein Auto, das erst nicht anspringt und dann kriegst du es nicht aus. Oh, und ich stehe immer noch am Kotti, auf einmal sehe ich Stefan. Hey, hey, hey. Stefan! Hm? Ja, ist Montag. Ach, jetzt hier wegen Flamingo-Safari in Bolivien. Ja. Nee, war jetzt im übertragenen Sinne gemeint. Berlin ist ja quasi das Bolivien von Deutschland. Ja, und hier am Kotti ist man ja der Exot, wenn man Arbeit hat.
Ne, so rum. Hm. Stefan, ich würde das Gespräch jetzt gern beenden. Danke. Komischer Typ. Unfreundlich irgendwie. Robert? Ja, ich nochmal. Sag mal, ich hätte gerade einen Geistesblitz. Pass auf. Titel vom Programm steht. Ja, pass auf. Halt dich fest. Bist du ready? Okay, pass auf. Flamingos am Kotti. Ist das geil, oder was? Ja, oder? Wie so ein Rap-Album. Ja, nur geil. Hm? Nee, inhaltlich habe ich da gar nichts zu. Jetzt ziehe ich mir irgendwas aus dem Arsch. Nee, aber so, oder? Ja, ist doch geil. Ja, ja. Hm? Robert, ich muss... Grüße zurück. Ja, Robert, ich... Ah. Nee. Ohne. Ah, nee. Oh, ja. Alle. Ah, nicht mehr. Nee. Alle. Oh. Ja, wollen wir drüber reden? Corona? Ja, da freuen sich alle drauf, oder? Da haben hier viele drauf gewartet. Wann geht's endlich, oder? Endlich. Oh, klasse. Nee, ich weiß. Keiner hat da Bock drauf, ne? Aber es ist super komisch. Für mich ist es eine Lose-Lose-Situation, finde ich. Wenn ich es gar nicht anspreche, ist es irgendwie komisch. Ja, wenn ich es anspreche, sind alle genervt. Ist so merkwürdig. Ist so ein bisschen so, als wenn ihr verabredet seid mit einem Freund und der fährt vor mit einem neuen Tesla. Ne, du kannst es nicht ansprechen, aber es ist auch gar kein Bock, es anzusprechen. Ne, also kein Bock, es anzusprechen. Also sagst du, oh, ein Tesla. Wie kam es denn zu der Kaufentscheidung? Erzähl mir alles. Und er sagt dann irgendwie so Arschlochsätze, so wie, ja, ich wollte ein Zeichen setzen für die Umwelt. Ne, wo man sich sofort denkt, ja, konntest du nicht anfangen mit Mülltrennung? Musste es direkt 50.000 Euro kosten? Na, ich will gar nicht so viel über Corona erzählen, nur so viel. Also erstmal sind viele Menschen gestorben und das war furchtbar. Und da sterben auch noch immer noch Menschen. Aber man hat sich's spannender vorgestellt, oder? Ja, da haben viele die moralische Handbremse noch angezogen. Da einfach mal rollen lassen. Na, und jetzt mal wirklich ganz ehrlich zu sich selber sein. Jetzt keine Performance der Angemessenheit für die anderen machen, sondern mal wirklich ehrlich in sich selber hineinhorchen, ja? Zurückdenken. Erster Tag Lockdown. Man saß doch zu Hause und hat sich gedacht, oh, ich fühle mich so lebendig. Das ist ja wie im Film hier. Und dann hat man gemerkt, nee, ist wie in einer Serie. Ist wie in einer sehr langen Serie. Die würde ich gerne skippen. Ne, und da hat ja die Welt gesagt, nee. Die gucken wir alle zusammen. Auf 0,5-fache Geschwindigkeit. Ja, und dann war es endlich vorbei. Da ging die zweite Staffel los. Ja, und ich fand es so interessant, dass etwas Furchtbares passieren kann und man sich gleichzeitig langweilen kann. Man kann gleichzeitig schockiert sein und gelangweilt. Es geht beides, das wissen wir seit Corona. Ja, und auch wie schnell man sich an außergewöhnliche Sachen gewöhnen kann. Ich bin die meiste Zeit nicht aufgetreten, aber wenn ich aufgetreten bin, bin ich meistens aufgetreten ausschließlich von Menschen, die alle eine Maske anhatten, was völlig okay ist. Aber aus meiner Perspektive sah es so aus, als würde ich so ein Bankräuberseminar leiten. Also würde ich sagen, nee, und dann ist hier der Tresorraum. Und jetzt rein in die Bank. Es ist krass, wie schnell man sich an eine Katastrophe gewöhnt. Das haben wir in Corona gelernt. Man gewöhnt sich an Katastrophen. Deswegen sind Katastrophenfilme aus den 90ern am schlechtesten gealtert. Weil die Katastrophenfilme aus den 90ern gingen immer davon aus, dass die Leute die ganze Zeit mega schockiert sind. Ne? Die ganze Zeit über die Katastrophenfilme aus den 90ern war doch immer so, da bricht ein Vulkan aus und dann reden die Leute die ganze Zeit über den Vulkan. Ne? Oh, der Vulkan ist aus... Oh, der Vulkan, ja, ja. Heiß, ne? Heiß ist es, ja. Lava, ja.
So geht's, es geht den ganzen Film über. Heute wissen wir, absolut unrealistisch. Die Leute werden sich 2 Tage lang über den Vulkan aufregen, danach werden sie sagen, ja gut, Leben muss weitergehen. Ich habe jetzt auch noch andere Sachen auf der Uhr. Ja klar, hier war mal mein Haus, da fließt jetzt Lava. Haben wir einfach ein Brett drüber gelegt. Das klappt wunderbar. Dafür kannst du auf dem Boden grillen. Ich könnte gar nicht mehr ohne. Ach ja, unser Vulkan. Ich glaube, Corona war so ein Charaktertest für die gesamte Menschheit. Ja, also das war ja, Corona-Schutzmaßnahmen waren ja eine aufgeschobene Belohnung. Ne, das war ja die Frage. Ne? Also seid ihr in der Lage, eine Belohnung aufzuschieben? Ne? Also man hat den Leuten gesagt, also ja, es ist jetzt scheiße, es muss jetzt ein bisschen scheiße sein, damit es später wieder schön werden kann. Ne? Und dann haben ja viele gesagt, ich will aber, dass es jetzt schön ist. Magst du nicht, wenn es jetzt schön ist? Doch, ich mag auch, wenn es jetzt schön ist. Aber wenn es jetzt länger schön ist, ist dann später noch länger scheiße. Glaube ich nicht. Und dann wurde es später länger scheiße. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn es später so schnell jetzt wird, würde es jetzt auch dazu sagen müssen. Und es gab ja gar keine Lernkurve. Dann gab es den 2. Lockdown, da haben die Leute gesagt, oh, jetzt noch mal. Jetzt wieder mit drin bleiben. Oh! Das mochte ich beim ersten Mal schon am wenigsten am Lockdown. Jetzt auch wieder mit Maske. Oh nee! Kann ich nur über den Mund? Und ganz ehrlich, man muss nicht alle, es ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Thema, finde ich. Man muss Corona-Schutzmaßnahmen nicht alle abfeiern. Ne? Man kann schon fragen, so, okay, wie ist da mit Kindern umgegangen worden? Wie ist da mit Alten umgegangen worden? Was ist eigentlich mit der Kulturszene? Was ist eigentlich mit Pflegerinnen und Pflegern? So, all das kann man fragen. Und trotzdem glaube ich, 1% war einfach nur quengelig. 1% war einfach nur so, ich will nicht mehr. Ich bin quengelig. Auf dem Level bin ich Schauspieler. Das ist immer ein sehr guter Schauspieler, der sagt, wie er ist. Ich habe richtig Angst, dass jetzt gerade im Moment jemand reinguckt. Und ich denke, boah krass, Tyrannus ist echt überschätzt. Das sag ich. Wirklich? Das guckt ihr euch alle an? Okay. Ich glaube, für so Richterin Barbara Salisch reicht's. Oder? Das ist, ich glaube, ich könnte so gut so einen Ganoven spielen, wo alle wissen, der ist schuldig. Und dann so einer sagt, ich bin nicht schuldig. Es gab diese Leute, die quengelig waren. Es gab Leute, die haben gesagt, ich bin quengelig. Ich gehe nach draußen und sag's den anderen. Na klar. Und da waren andere, die waren auch quengelig. Und die haben gesagt, ich bin auch quengelig. Machst du es auch mit den Beinen? Ja, cool. Da können wir zusammen quengelig sein, ne? Da können wir sagen, dass wir demonstrieren. Ne? Ja, gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, die sollen aufhören, ne? Weil wir quengelig sind. Ja. Ja, wenn ich es jetzt so höre, dann klingt es jetzt doch ein bisschen kindisch. Vielleicht können wir da noch was dazu erfinden, dass es jetzt nicht ganz so kindisch klingt. Ja, okay, ja. Ja, wir können sagen, Corona gibt's gar nicht und ist nur erfunden worden, um eine Corona-Diktatur einzuführen.
Ganz schön crazy. Okay. Ja, und dann haben die da gegen die Diktatur demonstriert, ne? Da muss ich nochmal sagen, danke. Ne, wie die sich da für die Demokratie lang gemacht haben. Klasse, ne? Und da muss ich mal wirklich eine Lanze brechen, ne? Da muss ich wirklich mal für die eine Lanze ganz ehrlich brechen und sagen, ne? Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass es jetzt eine Corona-Diktatur gab, ja? Aber ich finde gut, dass die gegen eine Diktatur sind. Oder? Da hat sich Deutschland gemausert. Da. Das wäre doch vor 60 Jahren noch anders gewesen. Wenn da Idioten gehört hätten, gibt wieder eine Diktatur, hätten die gesagt, ah klasse, ich hab die Uniform noch im Schrank. Ja, dann gab's hier in Berlin einen Sturm auf den Reichstag. Habt ihr es noch drauf? War der Wahnsinn, ne? Da gab es viele so, die haben gesagt, ich bin quengelig. Super viele Leute, die haben gesagt, ja, und das war so eine Stimmung, die kennt ihr vor so Diskos, wenn da eine Schlägerei ist. Da gibt es doch manchmal so Leute, die sagen so, halt mich fest, halt mich fest. Und du weißt genau, oh, die denken sich gerade, hoffentlich hält er mich fest, ich habe keine Chance. In der Stimmung sind die durch die Stadt gezogen. Ja, und haben gesagt, ja, so, das ist unser Staat, das ist unsere Demokratie, das ist unsere Gesellschaft. Wir schaffen die jetzt ab, die Corona-Schutzmaßnahmen. Wir gehen jetzt in den Reichstag und dann machen wir unsere Gesetze. Und dann sind die tatsächlich dann so in den Reichstag, zum Reichstag gegangen. Und die Polizei war völlig überrumpelt. Und die waren wirklich so auf den Stufen des Reichstags. Und die waren kurz davor, ihre Ziele zu verwirklichen. 20 Meter davor waren sie endlich davor, alles abzuschaffen und das durchzusetzen, was sie immer machen wollten. Und dann stand da ein Polizist. Und hat gesagt, nee, ist verboten. Ja, hatte ich den anderen auch gesagt. So. Ich bin so froh, dass es Deutsche sind. Wenn du in Deutschland Revolution verhindern willst, musst du einfach das Formular dafür verstecken. Ich glaube, Corona war so die letzte, die allerletzte Generalprobe für den Klimawandel. Ne? Also Klimaschutzmaßnahmen sind ja auch eine aufgeschobene Belohnung. Ne? Also die Belohnung ist ja, man überlebt. Ne? Und dann denken sich ja viele, ja gut, aber was noch? Also, ne? Und ich merke auch hier gerade die Stimmung im Raum. Ne? Ist schon 2 Grad kälter, tatsächlich. Ne? Alle denken sich jetzt wirklich, oh, jetzt zum Schluss jetzt das oder was? Also ich, pff, okay. Die Stimmung ist bei allen die gleiche, natürlich. So, also Freundinnen und Freunde haben mich so gefragt, ey Till, worum geht's denn jetzt in einer neuen Show? Da habe ich gesagt, ja, natürlich auch im Klimawandel. Und die haben alle so gesagt, ja, das ist ein wichtiges Thema. Aber lass doch weg. So, und das denken sich einfach alle in Deutschland, oder? So das Grundthema ist so, ja, das ist ein wichtiges Thema, ja klar. Hm. Aber das läuft uns ja jetzt nicht weg. Das ist ja morgen auch noch ein wichtiges Thema. Und übermorgen erst. Also so unwichtig wie heute wird's nie wieder. Ja, das ist schon so eine Grundstimmung. Und das ist ja wirklich so, in Deutschland gibt's so eine Diskussion, die die ganze Zeit so ist, als wären wir so die Besten im Klimaschutz. Stimmt ja gar nicht einfach, ne? Ist einfach so, also gab noch nie so viele Autos in Deutschland wie jetzt. Ja, es gab noch nie so viele wie jetzt. Alle denken sich, ey, bevor das losgeht mit dem Klimaschutz, ne? Lass doch mal auf die Kacke hauen. Ne, so rein klimaschutztechnisch ist das wie so eine Berliner Feier-WG. Ne, die nochmal so richtig auf die Kacke haut. So richtig so purer Exzess, Leute pissen auf den Boden. ihr lacht und ihr wisst genau, was es ist. Ich guck sonst, wirklich, es ist so schön hier in Berlin zu sein, weil ich genau weiß, ja, alles klar, war ich gestern erst. Ja, also, weiß genau, welche WG du meinst. Ne, so purer Exzess, einfach jeden Tag Party, gib ihm. Und auf einmal gibt's ein Schreiben vom Vermieter. Der Vermieter kommt. In 3 Wochen. Und alle wissen, fuck. Wir müssen aufräumen. Nee, wir müssen nicht nur aufräumen, wir müssen die Wohnung kernsanieren. Sonst fliegen wir raus. Ja, also gibt es ein großes WG-Meeting. Ja, und es ist eine große WG. Ja, also in jedem Zimmer wohnt eine Partei. Und die kommen alle zusammen. Und der von der Union eröffnet das WG-Treffen und sagt, ja, schön, dass ihr alle gekommen seid zum WG-Meeting.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum das Thema Aufräumen auf einmal so ein großes Thema geworden ist. Ja, also wir als Union müssen sagen, aufräumen ja, aber mit Augenmaß. Ne, wir wollen unsere WG als Partystandort nicht gefährden. Deswegen wären wir für eine freiwillige Selbstverpflichtung der Gäste auch mal einen Besen anzufassen. Vielen Dank. Die von der Linkspartei zeigt auf, ganz eifrig. Ja, danke schön. Ja, ich habe jetzt hier mal ein Arbeitspaket gemacht für jeden und jede. Und ja, ich muss sagen, wenn alle sich dran halten, können wir es wirklich noch schaffen. Klar, es ist viel Arbeit, aber ich sage ganz ehrlich, wenn wir alle an einem Strang ziehen, ich freue mich fast drauf. Alle sind mega genervt von ihr, ne, weil sie wissen, dass sie recht hat, aber auch, weil sie privat schwierig ist. Wenn sie gesoffen hat, redet sie zu gut über Putin. SPD und Grüne machen so Alibi-Arbeiten, räumen so die Tassen zusammen, verkaufen es als Jahrhundertereignis. Ja, wir haben jetzt hier mal in einem gemeinsamen Kraftakt die Tassen zusammengeräumt. Wir glauben, das hat eine Signalfunktion, auch für andere WGs. Und wenn jetzt alle bei sich noch mal nach Besteck gucken, da sind wir auf einem guten Weg. Der von der FDP kommt rein, völlig zugekokst. Hey, was ist los hier? Hä? Was ist los? Ihr WG wichtig, warum denn? Aber der Vermieter kommt. Ach so, ja, boah, wir haben Schiss hier, oder was? Was wollt ihr denn machen? Aufräumen. Ja klar, mit den Händen, ne? Das sind wirklich kleine Leute, kleine Gedanken, wirklich. Das war's wirklich. Ja, einmal wie ein Leistungsträger denken. Ja, warum, das muss ja auf Innovation setzen. Ja, natürlich. Ja, brauchst du einfach einen großen Staubsauger. Ja, bitte gerne. Ach so, ich habe ein bisschen was aus der WG-Kasse genommen. Danke. Der von der AfD schweigt ganz lange und sagt dann in die Stille hinein: Wer sagt eigentlich, dass wir das mit den Partys waren? Das war's von mir, vielen Dank. Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay, okay, okay. Na gut. Okay, wenn ihr unbedingt eine Zugabe wollt, na gut. Ganz ehrlich, ich habe noch was vorbereitet, mal ehrlich. Es ist so, ich habe jetzt über Katastrophenfilme geredet. Ich gucke nicht gerne Katastrophenfilme. Ich gucke gerne, kein Scheiß, James-Bond-Filme. Ich gucke gerne James Bond. Und ich habe mich immer gefragt, warum gucke ich gerne James-Bond-Filme? Und meine Kollegin Hazel Brugger hatte eine tolle Beobachtung. Männer gucken gerne Actionfilme, weil sie sich mit dem Actionhelden identifizieren. Und das ist bei mir und James Bond total so. So, James Bond rettet die Welt, schläft mit vielen schönen Frauen. Ich denke mir, krass, das ist mein Leben. So, aber deswegen kann ich nicht verstehen, warum es in manchen James-Bond-Filmen so Folterszenen gibt. Da will ich sagen, da identifiziere ich mich gar nicht. Ne, in einem der letzten James-Bonds, da gab es so eine Folterszene, da saß James Bond so auf einem Stuhl, ja, nackt. Ja, und wo ich auch schon gedacht habe, Mensch, oh, das ist doch mein Körper. Das ist einfach nur verletzend. Das ist einfach nur verletzend. Das ist wirklich... Und ich sag das, während ich denke, ich darf die Stellung nicht so lange halten. Tut echt weh.
Ja, ist okay. Ne, selbst schon saß er nackt und dann war so unten die Sitzfläche rausgetrennt und er kriegte von unten so ein faustdickes Eisenpendel in die Eier gehauen. Ne, so, ja, was ist los? Ja, klar. Also hier sind viele tatsächlich noch überrascht. Viele denken sich, oh, das tut ja weh. Ich hab gesagt, es ist eine Folterszene. Was habt ihr gedacht, was passiert? Ja, und dann wird ja eingeölt oder was? Nein. Oh, und dann gab's eine Massage. Oh, die ist aber kriminell. Okay, ich sag's. Nein, ne? Also es war eine klassische Folterszene. James Bond musste irgendwie was sagen und dann hat er gesagt, oh, ich sag's aber nicht, oh, dann tue ich dir weh, oh, sag's aber immer noch nicht. Na, so, also weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber irgendwie so, wo ist Jennifer? Irgendwie so, ne? Geht ja meistens um eine Frau und dann sagt er ja partout nicht, wo Jennifer ist. Ne? Wo ich mir denke, James, spuck's aus. Ich häng nicht an ihr. Ne? Und wenn ich die letzten 30 Filme mit dir richtig verstanden hab, du auch nicht. Nee, aber das macht er ja gar nicht, ne? Der ist ja wirklich so, nee, der sagt es ja nicht. Wo ich mir immer denke, so, wirklich? Also gibt's da ernsthaft Männer, die dann davor sitzen und sich denken, James, bleib hart! Das denke ich ja nicht, James, bleib hart. Das denke ich maximal, wenn James Bond Sex hat. Ja, mag jetzt hier Leute erstaunen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Erektionsprobleme, enttabuisieren, haben wir alle mal. Völlig okay, absolut richtig, ja klar. Aber bei James Bond erwarte ich einen 1A-Ständer. James Bond ist männlicher als ich bin toxischer. Wenn James Bond Sex hat, mache ich ihm richtig Druck. Nein, er will so einen richtig schönen, dicken, harten, pulsierenden Penis, den ich mit meinem Mund verwöhnen kann. Ja. Da bin ich einmal falsch abgebogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einmal. Nee, das ist immer so, wenn man so ganz männlich sein will, wird's ganz schwul, ne? Das ist ja nur logisch. Also ja, bei vielen heterosexuellen Männern ist das ja ganz wichtig, die wollen dann ganz männlich sein, aber nicht schwul, nicht schwul, nicht schwul. Ne, wo ich mir immer denke, ja, aber mein Freund, geh den ganzen Weg. Also, ich meine, Schwule sind Männer, die haben Sex mit Männern. Das ist ja viel männlicher. Wie verweichlich bist du, dass du mit Frauen schläfst? Ich finde es so verrückt, dass James Bond immer noch so ein Role Model ist für Männlichkeit, oder? Man wird schon noch sagen, so, okay, das ist so ein Symbol für Männlichkeit. Also der ist so stark und selbstbewusst und beschützend. Ne, wo ich mir denke, so, ja, aber das ist ja viel, also das ist ja ein zu hoher Maßstab an Männer. Das macht Männer ja richtig unglücklich. Das schadet ja allen. Weil unglückliche Männer sind gar nicht gut für die Gesellschaft. Ne? Unglückliche Männer gehen sofort, ich glaube, es ist wie so, wenn es einem wehtut, ne? Dann gibt es so ein Glas, da kann man reingreifen, wie beim Arzt, und dann holt man sich was raus. Dann ist es ein bisschen besser, ne? Und das Glas ist Sexismus. Ja, klar. Ja, natürlich. Das machen Männer so. Wenn es einem schlecht geht in seiner Männlichkeit, natürlich. Ist gar nicht gut. Dann denkt man sich so, oh, gar nicht so viel Bartwuchs. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Ja? Dann greift man einmal rein und denkt sich, oh, Frauen sind schon ein bisschen dümmer als Männer. Schon besser. Und es ist tatsächlich das Erwachsenste, was ich überhaupt habe, ist tatsächlich so, dass ich irgendwie mit mir klarkomme, mit meiner Männlichkeit. Und ich glaube, die meisten meiner Freunde hatten immer ein Ding mit ihrer Männlichkeit, weil sie sich immer gedacht haben, so, ja, James Bond ist ja nicht hier, ne? Und das Erwachsenste, was ich je erlebt habe bei mir, war irgendwann zu sagen, ja, reicht. Denn James Bond ist ein zu hoher Maßstab. So, ich meine, so, wenn man sich mal so umguckt. Ne? Ich habe mich neulich in der U-Bahn umgeguckt. Wer wird mich denn beschützen? Nee, da beschützt sich niemand. Ne, da war da einfach so ein Mann mit so einer Bratwurst in der Hand. Und da war Senf drauf. Und der hat versucht, nicht zu kleckern. Das war so seine geheime Mission.
Der beschützt sich ja nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, also dann müssen wir doch einfach nur für Männer andere Maßstäbe erfinden, dass sie nicht alle so unglücklich sind. Ne, dass man sagt, weißt du was, das kannst du doch, ist doch gut, reicht doch schon. Ne, die Maßstäbe einfach ein bisschen niedriger machen. Also muss man was suchen, was Männer sowieso schon ganz gut können. Ne? Dann, dass die Männer sagen, oh Mensch, das kann ich doch, da bin ich ja wohl ein Mann. Ne? Also habe ich mir gedacht, was können Männer gut? Und ich glaube, Männer können gut so tun, als könnten sie was. Absolut männliche Eigenschaft. Und ich meine es gar nicht so negativ, ne? Weil die ja viele kritisch gucken gerade. Ne? Nur gegen Männer ist natürlich auch schwierig. Ich meine, meine ich gar nicht so. Meine ich gar nicht. Das ist durchaus auch so positiv, absolut. Ja, in Bewerbungsgesprächen, da musst du ein bisschen mehr performen. Machen Männer eher besser, würde ich sagen. Ich lasse mir das von vielen Personalabteilungen aber regelmäßig bestätigen. Männer wie Frauen, ja, die dann auch sagen, ja, aber es gibt auch immer 10%, die sind verrückt und das sind immer Männer. Ne, also wo so Anspruch und Qualifikation nichts mehr miteinander zu tun haben. Also Leute, die einfach sagen, ja, Raketeningenieur, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, da kenne ich beide Wörter. Wo ist denn das gute Stück? Ich glaube, dass sich Männer krass selbst überschätzen, ist der einzige Grund, dass es Baumärkte gibt. Die leben doch von Männern, die sagen, well, Haus bauen, das kann ich doch selber. Da braucht ihr nicht einen Architekten, sonst steht das Schweinchen super schlau. Hör mal, vier Wände, ein Dach, das ist doch kein Hexenwerk. Ja. Und das sind die, die am nächsten Tag völlig überfordert im Baumarkt stehen und sagen, Entschuldigung, wo haben Sie denn hier Wände? Ich mach Podcast mit so einem. Einfach mal reinhören. Talk ohne Gast. Und hören, wie einer es richtig verkackt mit seinem Haus. So, das habe ich immer gedacht, das ist so das Männlichste, was es gibt. Ja? So tun, als könnte man etwas. Und dann habe ich festgestellt, nee, es gibt noch etwas Männlicheres. Habe ich neulich erst festgestellt. Und zwar, Männer können sehr gut Dinge begutachten. Jeder Mann ist auch immer ein TÜV. Ja, und dann bin ich neulich darauf gestoßen worden, im Urlaub auf Sizilien, großes Fest meiner Freundin, der Familie meiner Freundin, großes Fest und es geht so gegen Abend, sollte abgeräumt werden und aufgeräumt und gewaschen und da hätten jetzt die Männer total gern geholfen, aber die hatten schon einen Termin, die mussten nämlich jetzt schon ein Ding begutachten. Stellte sich nämlich heraus, im Laufe des Gesprächs über den Abend, da hatte jemand so einen Jeep, also so einen Geländewagen, und da waren an den Geländewagen vorne so Scheinwerfer montiert. Der hatte neue Scheinwerfer. Und da war für allen Männern, ohne dass sie darüber gesprochen haben, ohne Scheiß, klar, ja gut, aber die müssen wir jetzt begutachten. Ne, der kann ja jetzt nicht mit seinen unbegutachteten Scheinwerfern wieder fahren. Also sind da wirklich 7 erwachsene Männer und ich zu diesem Geländewagen gelaufen. Und dann steht der Besitzer dieses Geländewagens so da und macht so. Und bitte. Und wir stehen im Halbkreis um den Geländewagen drumherum und gucken ins gleißende Licht. Und dann müssen wir was dazu sagen. Und dann sagt der Erste, er ist wirklich sehr hell. Da war das schon weg. Das war für mich die Top-Antwort. Der Zweite ist dran und sagt, ja, also neue Scheinwerfer, die sparen ja auch Energie. Da wusste man, oh, nicht schlecht, das hat er sich auf dem Weg hierhin überlegt. Ja, und dann war ich dran, ich habe gesagt, luminoso. Das heißt auch sehr hell auf Italienisch. Aber immerhin italienisch, alle haben sich gedacht, Mensch, toll, er ist einer von uns, super. Ja, kam ich mit durch, obwohl es eine Wiederholung war. Und so ging das dann immer weiter bis zum Letzten. Und wir haben gemerkt, oh, der Letzte, der schwächelt. Dem fällt nichts mehr ein. Wir haben wirklich gedacht, boah, komm, ich will nach Hause, Alter, ich kann kaum noch sehen, komm bitte. Ja, und dann haben wir festgestellt, nee, der macht einfach eine Kunstpause, denn er hat das Geilste gemacht von allen. Der wusste, was er macht. Der ist nach vorne gegangen und hat geklopft. Wow!
Und dann habe ich gemerkt, jetzt gerade überall auf diesem Planeten stehen Männer im Halbkreis um ein Ding und klopfen daran, um die Verarbeitungsqualität herauszufinden. Wie kam ich jetzt drauf? Ach, wegen Folter, genau. Also. Gar nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich nicht der Typ. Folter, bruh. Muss ich ganz, ja, und wirklich, überlegt euch mal, wie steht ihr zur Folter? Ist ganz wichtig, dass man da jetzt schon sich eine Meinung bildet, weil später, wenn ihr mal gefoltert werdet, das ist eine Stresssituation. Und dann trifft man oft die falschen Entscheidungen. Ich weiß, bei Folter, wenn jemand mir sagt, so, oh, ich folter dich, würde ich sofort sagen, okay, ich sag's. Ne, ist ja wichtig, das zu wissen. Ne? Mich hat jetzt neulich so ein Freund gefragt, also Roman. Roman ist mein bester Freund. Er war so ein bisschen so Rotwein betrunken. Ne, also, das ist, ne, Rotwein betrunken ist klar, ne? Glaube ich, oder? Ja, hier wird richtig genickt. Ne? Oder was würdest du sagen, was ist Rotwein betrunken? Na, zu viel. Zu viel. Ja. Das sagt viel mehr über dich als über mich. Ja, Rotwein ist immer zu viel, ne? Man kann es nicht kontrollieren, ne? Auch morgens, ne? Hm. Besser nicht, ne? Heimlich trinken ist auch nicht gut, ne? Na klar. Nein, aber ich meine, ich finde so, je nachdem, was man trinkt, so ist man so ein bisschen, das macht so den Zustand aus, finde ich, oder? Ich finde, bei Rotwein ist man so ein bisschen melancholisch. Ne? Und bei jetzt zum Beispiel Weißweinschorle ist immer so, oder Weißweinschorle ist so, es ist Dienstag, wir brauchen ein Cabrio. Und Rotwein betrunken ist so, was soll das alles? Warum sitzen wir in einem Cabrio? Ja, und dann ärgerst du dich natürlich, wenn du die Weißweinschorle drin hast und denkst, dafür habe ich jetzt nicht das Cabrio kurz geschlossen. Um jetzt hier mit so einem Miesepeter unterwegs zu sein. Ja, ein Cabrio ist ja eigentlich auch nur ein Auto ohne Dach. Also, Roman war so melancholisch betrunken, Rotwein betrunken und meinte so zu mir, Till, wirst du eigentlich immer zu mir halten? Und ich war auch betrunken, aber so Aperol Spritz betrunken. Also purzelte die Wahrheit so aus mir raus und ich hab gesagt, nee, auf keinen Fall. Ja, weil ich weiß, wenn ich gefoltert werde, ich würde ihn verraten, natürlich. Ja, ich, oh, jetzt kommt, ja, genau, jetzt kommen mir die vorwurfsvollen Blicke, ne? Oh, ich würde, dein bester Freund, ich würde aber durchhalten. Ja, wirklich, würdet ihr? Ja, mal ganz ehrlich sein, ne? Da kannst du nicht nach der Hälfte abbrechen. Da ärgerst du dich doppelt. Oder das ist ganz unangenehm, finde ich. Oder wenn man dann sagen muss, Meister? Ja, ich habe jetzt hier, ja, wollte jetzt doch aufhören, ja. Hey, da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ne? Dass das dermaßen zwiebelt. Weißt du noch, gestern, als du reingekommen bist mit der Säge, da habe ich gedacht, der blufft doch nur. Ne? Und das Bein ist ja jetzt ab. Ne? Also jetzt würde ich ihn gern verraten. Leute, ganz ehrlich, ich will nur noch, dass es aufhört. Ich fahr euch hin, ist mir scheißegal. Nee, ich fahr euch nicht mehr hin. Das ist nicht mehr. Ja, und ich würde sofort, ja, wenn die sagen, oh, sag, wo Roman ist. Ja, dann würde ich sofort sagen, ne, sag ich nicht. Und dann sagen die, ja, aber wir foltern nicht. Ach so, dann sag ich sofort. Ne, und dann fahren die zu Roman und sägen dem beide Beine ab. Ne, aber ich glaube, Roman wird's verstehen. Weil unterm Strich haben wir jetzt ein Bein mehr. Das war's jetzt wirklich von mir. Vielen Dank. Vielen Dank an alle Beteiligten an die B28. Dankeschön. Das war super, oder? Das war richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Euch auch, oder? Ja, seid ihr bis zum Ende geblieben. Also es wird euch ja gefallen haben. Vertraut er mir jetzt, ne? Das ist gut. Das möchte ich jetzt direkt nutzen, euer Vertrauen. Abonniert das mal bitte hier. Das ist keine versteckten Kosten. Einfach abonnieren, gibt keine Zusatzkosten. Und dann wäre gut, wenn ihr das anguckt, das Video, und das dann auch. Das sind beides super Videos, die ich nicht kenne. Aber die sind bestimmt super. Da mal bitte draufklicken. Ne, weil es hat euch ja jetzt gerade gut gefallen.
Und dann wäre es schön, wenn er da auch mal was zurückgibt. Danke.